Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's allen gut und falls nicht, keine Sorge, ich bin mal wieder für euch da und versüße euch ein wenig den Tag. Und ja, reden wir gar nicht so lange um den heißen Brei herum und starten einfach direkt rein, weil umso schneller wir beginnen, umso schneller ist das hier auch vorbei. Die U-Bahnen sind dafür bekannt, dass dort wirklich die weirdesten Menschen zu sehen sind. Ich meine, seht selbst. Genau das meine ich. Dort ist einfach irgendein Typ, der einfach seinen kompletten Kaffee in der U-Bahn auf Leute kippt. Aus Versehen natürlich. Ja gut, sich einfach normal hinzusetzen und dem Problem aus dem Weg zu gehen, wie jeder andere, wäre viel zu einfach gewesen. Nein, nein, er bleibt lieber stehen und versucht weiter, die Kaffees in seiner Hand zu balancieren. Hat ja gut geklappt. Wie ekelhaft, Mann. Stell dir doch mal vor, du wachst früh schon so richtig genervt auf, willst dann einfach nur ganz normal wie jeden Tag mit der U-Bahn zur Arbeit fahren und dann passiert dir sowas. Und einfach irgendein Penner kippt seinen Kaffee auf dich aus und spritzt dich damit voll. Geil, Mann. Ich hätte ja richtig Lust auf den weiteren Tag. Tja, selber schuld, wenn man halt als Geringverdiener noch mit der Bahn fahren muss. Also ich gehe mittlerweile nur so zu den Orten, wo ich hin muss. Besser als die langsame und stinkende Bahn. Erstens, man ist 10-mal schneller am Ort. Zweitens, es sieht einfach cool aus. Und drittens, es ist auch besser für die Umwelt. Nehmt euch ein Beispiel dran und ich hoffe, ihr pullt so am nächsten Montag zur Schule. Das ist gottlos, Mann. Er nimmt sich das Cash raus und fängt direkt danach an zu beten. Nein, 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 nein. Also ich glaube, er hat das Geld wirklich gebraucht und es gab echt keinen anderen Weg. Der war echt drauf angewiesen, wenn er 2 Sekunden später direkt Gott nach Vergebung bittet. Und wo wir gerade schon so bei gottlos sind, alle, die mal eine Freundin hatten, also wahrscheinlich so 20% von euch, ihr hattet doch bestimmt auch alle mal diesen einen Moment, wo ihr so mit eurer Freundin, keine Ahnung, zu einer Party, Mottowoche oder keine Ahnung was gegangen seid und ihr habt so auf lustig die Kleidung getauscht. So, ihr habt den Rollentausch gemacht, okay? Sie zieht sich an als Typ und ihr zieht euch an als Mädchen. Und da ist ja echt nichts verkehrt dran, so. Man kann ja Spaß machen mit seiner Freundin, ist ja auch ganz lustig, süß, keine Ahnung was, ne? Aber ich weiß nicht, ob man sowas damit machen sollte. Oh mein Gott, wie der sich schämt. Also das zu tun ist die eine Sache. Wie gesagt, nicht schlimm. Aber das Ganze aufzunehmen und das dann hochzuladen, Bro, das ist was ganz anderes. Und das geht wirklich nicht. Ich stelle mir gerade vor, hätte das meine Freundin damals mit mir gemacht und so ein Video würde von mir im Internet existieren. Bro, ich könnte meine YouTube-Karriere an den Nagel hängen. Das war's. Und der hier kann auch alles gefühlt an den Nagel hängen, weil dieses Video geht nie wieder aus dem Internet raus. Ich weiß ganz genau, dass er es 2 Tage danach ultra bereut hat. Aber da war es auch schon zu spät, denn da war das Video schon im kompletten Internet verbreitet. Ich hoffe, das ist die Traumfrau deines Lebens und auch die Mutter deiner späteren Kinder, weil ansonsten hat sich das echt nicht gelohnt, Mann. Ganz üblicher Morgen in Wuppertal. Du, die Linken da vorne! Ganz üblicher Donnerstagmorgen in Wuppertal. Welcher Typ ist so gemein und klaut einfach dem Postboten das Fahrrad? Das ist das Endlevel an Ehrenlos. Wieso macht man sowas? Wieso der Postbote? Wieso er? Der Typ tut doch wirklich niemandem was in der Stadt, Mann. Der ist eigentlich mit jedem cool, Mann, hat keine bösen Absichten und macht einfach nur seinen Job. Und sogar da gibt es Leute, die ihn abficken und ihn das Leben zerstören wollen, Mann. Es tut mir so unglaublich leid, ne? Wie erklärt er das auch seinem Chef? Und genau sowas ist wahrscheinlich auch der Grund, wenn ich mich frage, wo mein verdammtes Paket bleibt, weil es schon 2 Tage zu spät dran ist. Der arme Postbote, Mann, das war safe sein letzter Tag. Ab heute kein Bock mehr. Einmal ein dickes F an diesen Postboten, der einfach nur seinen Job machen wollte. Denkt ihr, Postboten werden in der Zukunft abgeschafft und ersetzt durch irgendwelche Maschinen oder Drohnen, die dann die Pakete und Briefe ausliefern? Könnte ich mir schon gut vorstellen, weil es werden ja immer mehr Jobs von Maschinen ersetzt. Zum Beispiel jetzt auch der Bäcker. Er schneidet jetzt nicht mehr mein Baguette, sondern irgendeine Maschine macht es automatisch für mich im Laden. Thank you.
Ja, nee, geil. Danke, Mann, für das Baguette. Super. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass uns Roboter in ein paar Jahren ersetzen werden, wenn das dabei rumkommt. Was hat er mit meinem Baguette gemacht? Der hat das einmal komplett auseinandergenommen und missbraucht. Und für sowas zahlt man dann noch extra Geld. Super. Das war das unbefriedigendste Video, was ich heute gesehen habe, Mann. Das arme Baguette. Aber alles gut, alles gut. Ist vielleicht sein erster Tag von der Maschine. Die braucht vielleicht noch 1-2 Wochen Einarbeitungszeit und muss sich an das neue Klima und die neuen Arbeitsverhältnisse gewöhnen. Und dann wird die den Job bestimmt super erledigen. Mindestens genauso gut, wie mein Vater seinen Bauarbeiterjob erledigt hat. My dad worked 1 week on this. Und für alle Analphabetiker, die immer noch kein Englisch können, ich übersetze euch das auf gar keinen Fall, Mann. Lernt Englisch. Was ist los mit euch? Super, klasse. Vielen Dank für meine neue Decke. Zum Glück ist die jetzt runtergefallen und nicht nächste Woche, wenn ich mit meinen Jungs da drinnen sitze und Fußball gucke. Ich verstehe den Sinn nicht. Wieso ist diese Stütze an ein Seil gebunden und er reißt es weg? Und warum fliegt das dann drunter? Also, okay, wenn du den Boden so draufpacken wolltest, ja, ist zwar ganz cool gedacht, aber wie bekommst du jetzt das Holzding da unten wieder weg? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Was ist das? Was ist da passiert? Also vielleicht bin ich gerade dumm und check irgendwas nicht, aber das macht doch überhaupt gar keinen Sinn, oder? Belehrt mich bitte etwas Besseren in den Kommentaren. Ich habe hier einen Typen gefunden und der versucht immer Dinge zu klauen, die genauso viel wert sind wie die Zahl seiner Follower. Also an Tag 1 hatte er einen Follower und hat $1 geklaut. An Tag 2 hatte er so $300 bis $400 und hat einen originalen Football geklaut. An Tag 3 hatte er schon 3000 Follower und hat sich einfach mal ein MacBook gesneakt. Und heute ist er bei 50.000. Mal schauen, was ihm jetzt einfällt. Day 4 of stealing a dollar per follower I have. Today we're at 52,400 followers. I think a car is going to be the easiest for this one, so I went to the gas station. This one right here has a Kelley Blue Book value right. Sag mir nicht, du willst das Auto klauen, was einfach dort an der Tankstelle steht. Bitte tu es nicht, Mann. Book value right in the right range, so I'm going to go for this one. When a man slides into the driver's seat unbeknownst to her, and drives away with her vehicle. He waited until I finished gassing up. I clicked the gas cap in, and then he just took off. Hey, and it came with a full tank. Follow for more. Also ich folge auf jeden Fall für mehr, Mann. Ich will wissen, was passiert, wenn du die 1 Million Follower knackst. Und jetzt mal Spaß beiseite. Wie ehrenlos ist das denn? Das war bestimmt eine alleinerziehende Mutter mit so 20 Kindern, die jeden Tag kämpfen muss, um neues Geld ranzubekommen, um die Rechnungen zu bezahlen. Und dann kommt irgendein Typ und klaut einfach ihr Auto. Das wertvollste Stück für ein Instagram-Video. Das ist maximal gottlos, Mann. Und ich distanziere mich auch davon. Bah, wie ekelhaft, Mann. Der wird in der Hölle dafür schmoren. Nehmt euch bloß kein Beispiel daran. Raubt lieber direkt eine Bank aus und beklaut den Staat. So, das ist dann wenigstens nicht ehrenlos, okay? Only in LA. Okay, wir sehen hier eine obdachlose Frau und hier ein paar nette Jungs, die einfach ein bisschen Wasser verteilen wollen. The water. Dasani? Yeah. No, I don't drink Dasani, honey. Liquid death. That I will take. Okay. All right. Ja, natürlich, war ja klar. Ich schwöre, alle Obdachlosen und Penner sind einfach gleich. Die leben nach der gleichen Logik. Wieso sollte man auch das gesunde und frische Wasser annehmen? Sie hat bestimmt seit Tagen nicht ihre 2 Liter Minimum am Tag getrunken. Wieso sollte sie auch jetzt das Wasser annehmen? Das Wasser, gib lieber das Bier. Super, damit du noch weiter in den Ruin treibst. Diesen Leuten kann man echt nicht mehr helfen, Mann. Die sind wirklich ihrem Schicksal überlassen. Die entscheiden sich echt in jeder Lebenslage für den falschen Weg. Das ist echt verrückt, Mann. Und eigentlich echt nicht lustig. Also ich habe ja schon viele Pranks in meinem Leben gesehen und manche davon waren auch echt ehrenlos. Aber ich glaube, ich habe wirklich den ehrenlosesten Prank gefunden, den man einen Typen antun kann. Er hier arbeitet jetzt in einem Friseursalon. Und dreimal dürft ihr raten, was er ist. Richtig, er ist kein Friseur. Und eigentlich erwarte ich jetzt so bei einem Fake-Friseur-Prank, dass er so tut, als würde er ihn irgendwie die Haare verschneiden. Und am Ende wird alles aufgelöst, so, hey, it's just a prank. Ich habe dir gar nicht die Haare abgeschnitten. Alles ist gut, da ist die Kamera. Aber was hier jetzt gleich kommt, habe ich echt nicht erwartet. So, you sure you don't want to do happy ending in the back? Oh, but I'm okay. Just make me look nice, please. I got you, bro. What are you doing, man? I'm getting you the fade. I'm just putting the lineups right now. Oh, okay. Ey, was macht er da hinten? Oh nein, der Typ denkt wirklich, er kriegt gerade seine Haare geschnitten. Der weiß gar nicht, was jetzt passieren wird. Everybody over here likes men, bro. No, no, I mean, I don't have a problem with that. I study psychology, so... Mhm. I don't like to be touched, you know? Like.
Nein. Das hat er jetzt nicht wirklich gemacht, oder? Er hat ihn nicht auf Ernst dort hinten einen Penis reingeschnitten. Das ist halt auf Ernst Körperverletzung, ne? Würde das mein Friseur mit mir machen, boah, ich würde ausrasten, boah, ich würde auf ihn gehen mit Karate-Kick. Nein, geht schon, boah. Hey. Yeah, you want it Cristiano Ronaldo? Yeah, bro, this is not, bro. I told you this is Cristiano Ronaldo behind your head. Bro. Was für Cristiano Ronaldo? Wo ist das Cristiano Ronaldo? Obwohl, Ronaldo hat wahrscheinlich auch so einen dicken. Das war's, aber jetzt hilft nur noch eins. Der muss Glatze machen. Andere Lösung gibt es nicht mehr. I'm a Messi-Fan, that's why. You wanted Cristiano Ronaldo, I give you. I come always. Yeah, you come always, but let me see your side. Why? White here. Oh nein, der Arme fängt gleich an zu weinen. Der hat schon das Wasser in den Augen. Aber ich kann's auch verstehen. Ich würde auch anfangen zu weinen, Bro. Wenn mir mein Friseur ein Schmutz in den Hinterkopf schneiden würde. I mean, I don't mind that you are drinking like you're open, Michael. I'm not talking about the alcohol. I'm talking about the other one. Oh man. Yes. You gotta wait, bro. But I have somebody, you know. You gotta wait at least 2 hours. For real? Huh? For real. For real, what? Oha, 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 aber ich hab's doch gesagt. Genau das gleiche würde ich auch machen. Einzig richtige Entscheidung, Mann. You like to dominate? Ey, was geht denn mit denen ab? Warum macht er immer noch diese sassy Anspielungen? Bro, du hast ihn doch schon gefickt. Wieso willst du ihn jetzt noch auf einer anderen Ebene ficken? Also das war wirklich mit Abstand der ekelhafteste Prank der Welt. Und ich bete jetzt wirklich zu Gott, dass ich niemals in diese Situation komme. Ich habe übrigens heute noch einen Friseurtermin. Wünscht mir Glück. Gut, und wenn ihr keine Hunde sein wollt, dann klickt jetzt auf den Daumen nach oben. Ich danke euch mal wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder. Peace out.